nur ein BH ist von der Mutter. Tada! Na toll, Fallers hat mal wieder hier einen. Ja, du zoomst auch noch drauf. Mitten. Jetzt ist es wieder richtig zu. Mitten. Oh. Oh, Miete. Deutsche Übersetzung, Miete. Wie gut. Ja, passt ja. Mitten ist ja Miete. Die Mietekatze. Nein, Flasche, wieso? Was? Sweets Flasche ist runtergefallen. Warum? RIP Flasche. Nein. Ach du meine Güte, die 90er Frisuren. Übrigens immer noch ganz mal Stream unabhängig hier gerade. Wer Mad Max für Steam gewinnen möchte, ja, der muss uns einfach nur mal eine PN auf Twitch schreiben mit seinem lustigsten Spielerlebnis und ja, kann Mad Max gewinnen. Walt Whitman, Leaves of Grass. Das haben wir auch hier. Tschüss, Hulk, schön, dass du da warst. Ja, tschüss. Schreib uns mal, wenn du unter der Woche Lust hast, noch Minecraft zu zocken. Es ist immer ein anderes Blatt. Ja. Die Untersätze. Liebe Mom, lieber Dad, liebe Sam. Ich bin im Kanaltunnel. Das ist schon meine zweite Fahrt durch den Tunnel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin. Aber ich war zu sehr gespannt auf den Tunnel. London war toll, Dad. Ich weiß, du wolltest schon immer mal hin und ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Dir würde es hier gefallen, falls wir alle vielleicht noch einmal als Familie hierher kommen wollen, könnte ich bestimmt dazu überredet werden. Ich hab euch alle lieb, Katie. Oh. Sweet wollte die Flasche noch wieder ranlocken mit Put, 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 komm her, Flasche. Aber lass sie gehen, sie ist frei. Geh, geh, Flasche, du bist frei, du bist weg. Danke, Börschi. War es eine Twitter-Nachricht? Ja. Mm. Ganz geheim. Nur für mich. Man kann auch hier flüstern. Nein, das wäre zu umständlich. Zu umständlich oder zu einfach? Hier ist nichts. Hulk, ich hatte das gelesen, dass du unter der Woche nicht spielen darfst. Das ist echt mies. Na gut, dann musst du dich halt auf die Schule konzentrieren, ne? Das ist aber auch verständlich. After the honeymoon. Nach den Flitterwochen. Den Partner wiederentdecken. Charakterlich, geistig, sexuell. Ja. Ich will hier raus. Katie, Mom und Dad wollen dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie war nicht hier, um es noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen. Sam. Aha. Warum willst du es nicht mehr brauchen? Will sie abhauen oder was? Ja, wieso sollte man sonst kein Zimmer mehr bauen? Katie, Katie, Katie. Der ganze Wandschrank ist voll.
Hey Sam, du hast doch mal gefragt, was meine Junior-Offiziersorden bedeuten. Hier ein kleiner Leitfaden. Ne, Orientierungslauf. Das heißt, die Army denkt, ich finde mich zurecht. Schützenteam. Die Army hat mich als knallharten Killer zertifiziert. Hulk fragt gerade noch, ob wir nächstes Wochenende mit ihm spielen können. Das würde sich eventuell einrichten lassen. Jo. Das kriegen wir denn hin. Jo. Ich muss dazu bloß sagen, bei uns schmiert gerne mal Minecraft ab. Das müssen wir ja nicht als Stream machen, das können wir auch Ja, so machen. aber auch so schmiert Minecraft auch gerne mal ab. Ja, aber eigentlich immer nur, wenn wir zu zweit und im Stream spielen. Ja. So, Aber das kriegen wir bestimmt hin, Hype. Abenteuertraining. Die Army bestätigt mir, dass ich geborene, dass ich geborene Abenteurerin bin und mich nichts aufhalten kann. Wenn du mich also bisher nicht für cool gehalten hast, wirst du es jetzt ganz sicher tun. Lonnie D. Also dieses Gelb, also grün, gelb, rote, also das erste da oben, das ist der Orientierungslauf. Das Schützenteam ist dieses mit weißen da. Und das Abenteuertraining. Guten Appetit, Razer. Skizzenbuch. Samantha Greenbrier. Geisterjäger-Tagebuch. Razer, du musst noch ganz schnell antworten, wie alt du bist. 64. Das bedeutet die Zahl hinter seinem Namen. Ich glaube, das war 2 Jahre jünger als ich war das, glaube ich, ne? Sichtungsprotokoll. 31. August 94, 1:19 Uhr. Ein langer Schatten im Flur in der oberen Etage. Als ich um die, sag ich doch, So. als ich um die Ecke gebogen bin, war niemand da. Wie groß war Onkel Oskar? Anmerkung: Ich hatte meine Brille nicht auf. 3. September 94, 0:44 Uhr. Eine leise Stimme kam unten von der Treppe. Ich hab Hallo gesagt, hab keine Untersuchung angestellt, war wahrscheinlich der Ofen. 9. September 94, 16:11 Uhr. Mich aus dem Kühlschrank geholt. Sie war sauer. Bin ziemlich sicher, dass Geister Milch sauer werden lassen können. Die Milch wurde erst gestern gekauft. Außerdem Geistermilch. Nein, die junge Liebe ist wieder auseinander. Ja. Razor und Sweet sind nicht mehr ein Pärchen, das ist ja schade. Das hätte ich doch sagen können. Das hätte ich auch sagen können, dass das nicht wirklich passen könnte. 9. Oktober 1994. Boah, boah, Nico, reif. So eine Reifenfrucht so am Baum und dann fällt sie runter und ist matschig. Na toll. Ja. Wir sind kurz vor matschig. So sieht's aus. Alt und faltig. Reif. Das ist die Ja, schnellste On-Off-Beziehung im gut, Stream ever. reif und dann gibt's ja danach überreif. Ja, hört sich trotzdem nach MILF an. Ich sag dazu auch nichts, weil es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Es tut mir leid. So, 9. Oktober 1994, 23:24 Uhr. Lonnie sagt, sie fühlt eine Präsenz im Fernsehzimmer. Mir wird plötzlich kalt. Wir bauen eine schützende Kissenburg. 22. Oktober 1994, 23 Uhr. Bis 0 Uhr. Lonnie und ich nutzen das Reacher-Brett zur Kommunikation. Verstörende Nachrichten empfangen von der anderen Seite. Oscar definitiv hier. 28. Oktober 94, 22 Uhr.
bis 29. Oktober 4 Uhr Lonnie verpflichtet, die ganze Nacht wach zu bleiben, die Räumlichkeiten zu patrouillieren und alle Anzeichen außerweltlicher Präsenz zu notieren. Lonnie berichtete viele Sichtungen, aber alle blieben unbestätigt. Mögliches Ektoplasma auf dem Dachboden hat seine Ursache wahrscheinlich in undichtem Dach. Trotzdem eine Probe genommen. Trotz unserer größten Anstrengungen sind wir beide gegen 4 Uhr eingeschlafen. Im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Nacht. Ich muss dann jetzt übrigens mal gehen. Wir wollen uns jetzt alle einweisen lassen, weil wir verrückt sind. Warum? Ist so. Alle ab in die Klapse. Böschi hat angefangen. Böschi? Böse. Ja, wieso böse? Warum wollt ihr euch denn hier alle jetzt einweisen Böschi lassen? Böschi wollte Tammy mitnehmen, dann hat gesagt, hat Sweet gesagt, dass sie auch gerne mit will. Da habe ich gesagt, okay, dann komme ich auch mit. So, jetzt sind wir uns eigentlich alle einig. Nö, ich komme aber nicht mit. Ja, dann... Denn nicht. Leistungsbewertung. Name Richard Pettermatch. Match, ne? Vorgesetzter Janice Greenbrier. Bewertungszeit, Zeitraum 2.9.94 bis 1.11.94. Wissen und Fähigkeiten 5. Kommunikation 5. Arbeitsmoral 5. Sorry, ich muss nochmal neu laden. Was? Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ich weiß auch nicht, wohin sich Tammy versetzen lassen will. Wahrscheinlich in den Urlaubsmodus. Insgesamt 5. Ranger Pettermatch war von unersetzbarem Wert während der Vorbereitung. Unter Durchführung des kontrollierten Brandes. Ich bin der Überzeugung, seine Erfahrung und Hingabe waren die entscheidenden Faktoren, die den Erfolg dieser äußerst komplexen und schwierigen Untersuchung ermöglichen. Nach der Meinung der Mitarbeiter von Flintlock Forest ist Ricks Mitwirkung bei den täglichen Einsätzen essentiell für den anhaltenden Erfolg der Einrichtung geworden. Aus diesem Grund werde ich offiziell Formulare einreichen und um seine permanente Versetzung an diesen Standort ersuchen. Janice Greenbrier, Oberforstbeamtin. Okay. Ich weiß ja, wie das hier schon ausgeht. Ne? Oder sag ich mal so, ich glaube noch zu wissen, wie es ausgeht. Oder es gab ja da Spekulationen, was jetzt nur wirklich jetzt da ist. Aber wir haben doch, letztes Mal hatten wir doch den Fernseher angemacht. Ja. Und da war doch hier dieses... Ach nee, da war ja hier mit Unwetterwarnung, ne? Ja. Nicht hier vom Waldbrand, ne? Okay, dann nehme ich meine Aussage zurück. Halloween Show, The Misfits, die sind klasse. Vergiss dein Kostüm nicht. Bis dann, X. Also Kuss. Lonnie. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said,
How do you like your first show? I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Sweet, ich hatte nur geschrieben gehabt, du bist aufgestanden, bist sogar rausgegangen, aber hast die Flasche nicht aufgehoben. Dafür habe ich dir ein Däumchen gegeben. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Ui. Das ist auch ein gutes Kostüm. Wer schnappt sich jetzt die 400? Es geht um die 400. Leute, schreibt jetzt was in den Chat und ihr gewinnt die 400. Nachricht. Ah, das ist hier Captain Allegra, so, das ja. Kostüm. Und der erste Offizier. Ja, das hier erstmal. Ja, Sweet Dogs. Hier, das ist das Kostüm für Captain Allegra. Ne? Ja. Und das ist ihr Kostüm, also Lonnies Kostüm. Was ist die? Ich hoffe, ich habe das richtig vertont. Heavens to Betsy. Calculated. Nothing can stop me. Decide 3. Stay away. Calculated. Waitress. Also Waitress Hell? False Hell. Herzlichen Glückwunsch zum 400. Rede. Lonnie, heiliger Bimbam, ich war in der Bibliothek und da ist mir etwas in der Ecke aufgefallen und ich und da habe ich einen Geheimgang gefunden und da war gruseliges altes Zeug von Oscar drin. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Wir schwänzen die 6. Tammy, was machst du da eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, die gesunde Entscheidung. Wissen für ein gesundes Leben. 1993, 4th Edition. Trefail Academic Publishing Incorporation. Okay. Ich glaube, hier habe ich alles. Hier kommen wir nachher erst. Sams Dunkelkammer. Wenn rote Lichter an sind, Zutritt verboten. Okay. Ich glaube, dann haben wir erst einmal alles hier oben entdeckt oder ausgekundschaftet. Hier habe ich noch nicht in die Türen geguckt. Gehe kurz aufs Klo, sagt Sweet. Lassen.